Ja, die Sprüche sind knallhart. Nur Gott vergibt die Bandidos nicht oder die Welt gehört uns. Damit werben wiederum die Hells Angels, die Höllenengel, zwei sogenannte Motorradclubs. Und die beiden sind sich spinnefeind. Gar von einem Rockerkrieg im Norden ist mittlerweile die Rede. Immer wieder kommt es zu Gewalt, zu Schusswechseln. Wer in der Nachbarschaft wohnt, der hat Angst. Viel ist berichtet worden über die Hells Angels, oft nur über sie, denn nur wenige Journalisten suchen wirklich den Kontakt. Unseren Reportern ist es gelungen, offen vor der Kamera mit den Rockern zu reden. Der Chef der Höllenengel in Hannover ist zum ersten Mal zu einem Interview bereit. Exklusive Einblicke in eine sonst abgeschottete Welt. Motorradrocker, der Mythos von Freiheit. Sie selbst sehen sich als treue Bruderschaft, kompromisslos, wenn es um die Ehre geht, ein Leben am Rande der Gesellschaft. Es gibt Hells Angels und die Bandidos. Und immer öfter schlagen Experten Alarm. Das ist hochkarätige kriminelle Organisation, also organisierte Kriminalität. Daran führt doch überhaupt kein Weg vorbei und alles andere sind Nebelschwaden. Sie sind international vernetzt, national nach strengen hierarchischen Strukturen aufgebaut. Vorwürfe, die die Polizei schwer beweisen kann. Sind sie also harmlose Motorradrocker oder kriminelle Kämpfer? Nach langen Recherchen sind wir in Kiel mit Hells Angels verabredet. Eine Kneipe im Rotlichtviertel. Zuerst Drehverbot. Presse, kein Interesse, heißt es meist. Dann kommt ihr Sprecher. Er nennt sich Django. Wir wollen wissen, wie sie mit den Vorwürfen umgehen, wofür die Hells Angels stehen. Die Grundwerte des Hells Angels MC sind Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Freiheit. Dass wir in unseren Reihen auch schwarze Schafe haben, das ist kein Geheimnis. Die gibt es aber auch in der Kirche und bei der Polizei, keine Frage. Nur würde bei Kirche und Polizei niemand auf den Gedanken kommen, das gleich zur kriminellen Vereinigung zu machen. Dennoch, sie tragen ihren Konflikt inzwischen in die Innenstädte und sie haben offenbar ihr eigenes Rechtsverständnis. Also ich finde nicht, dass Gewalt was ganz Normales ist. Aber es ist meine persönliche Einstellung, dass Gewalt ein Teil der menschlichen Natur ist. Jeder hat es drin. Jeder. Und genau wie Sex oder Erotik. Man muss nur damit umgehen können. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich unterwegs wäre und meine Familie wird angegriffen, dann habe ich keine Zeit, auf irgendwelche Gesetzeshüter zu warten. Dann wird verteidigt. Ende. Und dann ist es mir auch völlig egal, was die Gesellschaft davon hält. Selbstverteidigung für ihn, okay. Und die Gewalt im Rockerkrieg? Keine Äußerung dazu. Sie befolgen ein strenges Schweigegelübde. Mit der Polizei redet ein Rocker sowieso nicht. Außerdem gibt es laufende Verfahren. Die Fakten? In Flensburg wird ein Bandido von der Autobahn gedrängt, lebensgefährlich verletzt. Die mutmaßlichen Täter Hells Angels. In Kiel fallen Schüsse auf das Privathaus des Präsidenten der Hells Angels. Man vermutet Rache der Bandidos. In Neumünster treffen am helllichten Tag 100 verfeindete Rocker aufeinander. Nur mit Mühe kann die Polizei ein Blutbad verhindern. Es ist eine Spirale der Gewalt, es ist eine enorme Dynamik reingekommen. Übrigens eine Dynamik, die sich aus der Logik der Clubs ergibt. Und diese Machtstruktur, die sie in der Region aufbauen, die nutzen sie für ihre Geschäfte. Insbesondere für die illegalen Geschäfte im Security-Bereich, im Rauschgiftbereich, im Waffenhandelsbereich und ganz besonders dann im Rotlichtbereich, wenn es um Zuhälterei und Menschenhandel geht. Schwere Vorwürfe, auch das schwer zu beweisen. Nach vielen Telefonaten treffen mit den Bandidos in einem Wohngebiet in Neumünster. Früher war Schleswig-Holstein Hells Angels Land. Ein Interview will man nicht geben. Es ist zu viel Stress gerade mit den Engeln. Sie fühlen sich als Kämpfer auf Motorrädern. Und, dass sie ein paar bekannte Neonazis in ihren Reihen haben, das geben sie offen zu. Offiziell will man aber mit Politik nichts zu tun haben. Dann werden wir aus einem Kombi fotografiert. Zivilfahnder, sagen die Bandidos fast etwas stolz. Die Mitglieder, so erklären sie, haben ganz normale Berufe. Es gibt einen Ehrenkodex und eine feste Rangordnung. Anhänger, Anwärter und später Vollmitglied. Ein ganz normaler Motorradclub. Es
ist schon auffällig, dass nicht nur die einzelnen Straftaten zugenommen haben, die Fälle, wo man auf offener Straße aufeinander trifft, sondern dass auch Straftaten begangen werden, wo man merkt, dass man überhaupt keine Rücksicht auf das Leben des anderen nimmt, dass man Waffen völlig bedenkenlos einsetzt. Und wenn man das dann verknüpft mit den Waffenfunden, die wir gemacht haben, mit den Maschinenpistolen, mit den Langwaffen, mit den Messern, dann sieht man, dass eine enorme Gefahr schlummert, die also noch weiter sich entfalten kann, als wir es jetzt schon haben. Er ist Deutschlands mächtigster Hells Angel, Frank Hanebut. Er soll Läden im Rotlichtmilieu von Hannover kontrollieren. Manche loben ihn aber auch, er habe dort endlich für Ruhe und Ordnung gesorgt. Er ist auch Ideengeber für eine eigene Produktpalette, sogenannte Unterstützerware im Hells Angels Umfeld. Eine Polizeigewerkschaft rief jetzt zum Boykott der Produkte auf. Wir treffen ihn. Deutschlands Rocker Nummer 1 ist genervt und er will juristisch dagegen vorgehen. So was gehört sich auch gar nicht. Was ist das für ein Aufruf? Hier, das dürft ihr nicht kaufen. Das ist eine kriminelle Vereinigung, das ist gar nichts belegt oder irgendwas. Ne? Wir konfrontieren ihn mit den oft genannten Vorwürfen an die Rocker. In der Öffentlichkeit äußert er sich sonst nie. Mit uns will er reden. Was mich richtig stört, sind unsere Geschichten, dass man sagt, dass dieser Rockerkrieg deswegen entstanden ist, dass man eben die Drogenreviere ausfechtet oder sich um irgendwelche Zwangspostulierte kümmert. Ich meine, mein Aerosender zum Beispiel, da hat jede Frau einen Schlüssel, wenn die keinen Bock mehr denkt, den zieht die aus, ganz normal. Und das sind so, dass den Leuten das immer wieder suggeriert wird, was wir doch für im Prinzip Verwandten sind. Und Steuern dürfen wir bezahlen und auf der anderen Seite sind wir die schlechten Säcke und das ist natürlich völlig falsch. So seine Version. Er präsentiert sich längst als rechtschaffender Unternehmer. Und er organisiert tatsächlich Großevents und Stadtteilfeste. Seine Kontakte reichen bis in die feine Gesellschaft. Gerade diese Entwicklung sieht die Polizei mit Sorge. Das ist genau die große Gefahr, wenn Gruppierungen von einem illegalen Bereich möglicherweise dann in einen legalen Bereich eindrängen, dann ist die Beweisfrage natürlich besonders hoch und dann hat die Polizei natürlich auch besonders viel Schwierigkeiten, das zu beweisen. Viele Rocker arbeiten im Türsteher- und Rotlichtmilieu. Gehört da Gewalt dazu? Das liegt, glaube ich, in jedem selber so ein bisschen, ne? In der Natur des Menschen. Ja, ist das so? Ich denke ja. Ich denke ja. Der eine geht eben, der diskutiert da lieber, der andere nicht so, ne? Es kommt mal daran, wie kommt das Gegenüber auf einen zu, wenn er natürlich dann groß auf einen zustürmt und groß Palaver hin und her, dann ist man irgendwann ja mal gezwungen zu reagieren. Ich kann mich da nicht hinschicken und warte mal, bis irgendwer anders das hier für mich regelt. Ne? Da ist Ihnen aber auch schon mal was passiert, ne? Für Sie dann, aber da steht man dafür ein und sagt, so war das dann eben. Ja, natürlich. Wenn man Scheiße baut, muss man dafür gerade stehen. Dann gab es 10,5 Jahre und das war halt so. Ne? Am Ende sagt er dann doch noch ein paar Worte zum aktuellen Krieg zwischen Hells Angels und Bandidos. Und ich denke mal, dass man sich einfach dazu besinnen muss, dass da Ruhe einkehrt, so wird es kommen, gehe ich fest von aus. Beide Seiten sind da dran interessiert und man muss gucken, früher oder später kommt es so. Es wird sich kurzfristig ganz sicher ein Frieden entwickeln. Ob er mittelfristig anhält, wage ich zu bezweifeln, weil einfach der kriminelle Markt so lukrativ ist und sich die einen die Butter vom Brot nicht nehmen lassen wollen. Deswegen wird es auch in Zukunft weitere militärische Auseinandersetzungen geben. Experten sagen, ein Verbot der Rockerclubs bringe nichts, die Rocker würden nur in den Untergrund gedrängt. Und außerdem, für ein Verbot müsse man nachweisen, dass Straftaten nicht von einzelnen Mitgliedern ausgehen, sondern aus der Gruppe heraus. Doch der Rockerkrieg, er wird immer brutaler, aber Gewalt ist schlecht fürs Geschäft. Vielleicht ist das ein Argument für einen Waffenstillstand. Und von einem beschlossenen Waffenstillstand haben einige Medien auch schon vorschnell berichtet. Nach unseren Recherchen hat es zwar ein erstes Treffen zwischen den verfeindeten Rockerclubs gegeben, doch entschieden ist noch nichts. Aber vielleicht ist es ja